Er hat mich dann runtergemacht. Du kannst nicht, du bringst nicht. Als Gruppe haben wir uns getroffen, haben Videos angeschaut über Adolf Hitler. Wir haben uns betrunken und haben Gartenzäune niedergerissen, Scheiben eingeschlagen. Es war mir in diesem Moment gleichgültig, ob er stirbt. Ich fühlte mich plötzlich als ein Nichts, ein Niemand, eine Null. Fürchtet euch vor mir, das wünscht sich Oliver Schönberg. Statt über ihn zu lachen, sollen seine Mitschüler ihn respektieren. Deswegen wird er zum Neonazi. Erst mit seinen Klamotten, dann innerlich. Die Szene wird seine Familie. Zum Alkohol, der Musik und den rechten Parolen kommt viel Gewalt, bis er eines Tages einen Menschen fast totschlägt. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Oliver. Hallo. Wann hattest du das erste Mal Kontakt zu einem Neonazi? Das war während meiner Schulzeit. Ich erinnere mich noch ganz genau. Ich bin so durchs Treppenhaus in der Schule gegangen, wenn wir so von Klassenraum zu Klassenraum ziehen mussten. Und da war zwei Klassen über mir, glaube ich, ein Mann, groß, gebaut, Glatze, dicke Bomberjacke, grün und schwere Stiefel, wo man die Stahlkappe außenrum noch sah. Also Es gab damals solche Stiefel, da hat man die Stahlkappe gesehen. Und schwere Ketten, dicke Ohrringe mit eisernem Kreuz dran. Und da ist er so die Schule da die Treppe hinaufgegangen. Und das hat schon gezeigt, Mann, das ist angsteinflößend, wenn man ihn sieht. Die Leute müssen Respekt vor ihm haben. Also das, so wirkte diese Person auf mich. Das heißt, du hast innerlich gedacht, der Typ hat etwas, was ich nicht habe? Oder was hast du genau gedacht? Ich war eigentlich so auf der Suche nach Respekt und Anerkennung. Und diese Person hat irgendwie das ausgestrahlt, was ich suchte. Mhm. Respekt und Anerkennung. Und irgendwie haben die Leute auf ihn geguckt. Und haben sich gefürchtet vor ihm. Zumindest haben sie mir das ab und zu mal gesagt, vor dem muss man Achtung haben. Das ist jemand, der schnell Gewalt ausübt. Mhm. Wolltest du so sein wie er? Irgendwie hat mich das schon angezogen, mich zumindest mit ihm oder mit dem, was er glaubt, auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. Denn irgendwie schien sein Äußeres mit seinem Glauben irgendwie zusammenzuhängen. Mhm. Du sagst, Du wolltest Respekt und Anerkennung. Mhm. Haben dir da nicht andere Leute helfen können? Eltern, Freunde, Familie? Ja, ich war eigentlich auf der Suche, also nach Liebe, angenommen sein, ja. Und dann, wenn ich auch öfters mit meinem Vater zusammen gearbeitet habe, fühlte ich mich oft wie so ein Klotz an seinem Bein. Wenn es nicht so gepasst hat, wie er es wollte, dann fühlte ich mich oft gedemütigt. Also er hat mich dann runtergemacht, du kannst nicht, du bringst nicht und so weiter und so fort. Und das, wenn man so über Jahre das so erlebt, also mir ging es innerlich nicht so gut. Und deswegen bin ich auch nicht zu meinen Eltern so gegangen und habe so ihnen mein Leid geklagt, ja. Und ihnen das gesagt, weil sie es wahrscheinlich auch nicht anders konnten oder kannten aus ihrer Vergangenheit. Ja. Und wenn du dann in der Schule warst und diesen älteren Mitschüler gesehen hast, hast du gedacht, ich werde mich genauso entwickeln, ich will genauso sein wie er? Oder was hast du gedacht? Also ich versuchte irgendwie in meiner Klasse damals schon bekannt zu werden, Freunde zu knüpfen, um irgendwo dazuzugehören. Und irgendwie gelang es mir nie. Irgendwie dachte ich, du hast die A-Karte gezogen in deinem Leben. Du hast den schwarzen Peter in deinem Leben gezogen. Ja. Hast du ein Beispiel, wie du das gemerkt hast? Es gab so in meiner Klasse mehrere Leute, die so in der Gruppe waren. Und um mich da irgendwie mit dazu zu gesellen in diese Gruppe, habe ich versucht, Aufmerksamkeit zu erregen, indem ich ihnen die Stühle hochgestellt habe, um zu zeigen, ich will euch was Gutes tun und eigentlich mit zu euch zu gehören. Und dann habe ich gemerkt, wie sie über mich gelacht haben. Mich als Trottel so dargestellt haben. Ja? Also ich habe etwas getan, um irgendwo dazu zu gehören. Und da habe ich gemerkt, wie ich doch die A-Karte gezogen habe in meinem Leben. Hast du diesem älteren Mitschüler, der so imposant war, auch nachgeeifert irgendwie? Ja, ich habe dann angefangen, okay, diese Person, die hat so eine Ausstrahlung, auch durch ihre Kleidung. Vielleicht liegt es auch an deiner Kleidung. Vielleicht liegt es auch an deiner Frisur. Vielleicht liegt es an deinem ganzen Lebenskonzept, was du bisher gelebt hast. Also das, was du bisher gelebt hast, um irgendwas zu bekommen, hat nicht ausgereicht. Vielleicht musst du da einfach mal umschwenken. Mhm. Und das hast du dann gemacht? Du hast umgeschwenkt? Das habe ich dann später nach meiner Konfirmation. Tatsächlich fielen dann auch langsam die Haare. Also das heißt, mit den Haaren angefangen? Also bin konfirmiert, bin traditionschristlich aufgewachsen und so weiter und so fort. Und als ich dann konfirmiert worden bin mit 14, erinnere ich mich noch ganz genau, habe ich mir die erste Tarnhose gekauft und meine Haare rasiert. Erst so die Seiten abgeschnitten. So über den Ohren so mit dem Rasiermesser dann abgeschnitten und dann immer kürzer und kürzer geschnitten. Mhm. Und dann auch entsprechende Kleidung gekauft. Und was war der Effekt dann in der Schule? Haben die Mitschüler angefangen, dich zu respektieren? War das da auf einmal? Es war irgendwie anders. Ja, man hat sich damals
Ich habe mir so ein rotes Tuch gekauft. Und ein rotes Tuch habe ich mir in meinen Gürtel reingehangen. Und symbolisch war das der Skalp eines Kommunisten. Ja, also das war so die Symbolik dahinter. Und so bin ich provozierend da auch in die Schule gegangen. Also ich habe etwas gegen links gerichtete. Und das erweckte irgendwie dieses aggressive Auftreten nach außen hin. Erregte irgendwie Aufmerksamkeit und auch gewissermaßen Respekt. Mhm. Ja. Das heißt, das fing an, dass die Leute Respekt vor dir hatten? Ja. Dann hattest du eine Glatze irgendwann mal? Ja. Dann haben deine Eltern gemerkt, irgendwas hat jetzt bei ihm stattgefunden? Ja, nee, das fing schon mit der Tarnhose an. Achso, sind die ausgeflippt? Ja, aber total. Als ich mir die Tarnhose gekauft habe, gab es sofort eine Konfrontation mit meinem Vater. Und dann gab es wirklich eine Prügelei. Mein Vater wollte mir die Tarnhose gewaltsam von meinem Körper reißen. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt erst recht. Und weiter und härter. Und schlimmer. Woran hast du geglaubt? Ich habe daran geglaubt, an die Macht oder an die Übermacht der weißen Rasse und vor allen Dingen auch des deutschen Volkes. Ja, wir haben uns als Gruppe getroffen, haben Videos angeschaut von dem Dritten Reich, über Adolf Hitler, über Goebbels und so weiter und so fort und die ganzen da Persönlichkeiten. Und das haben wir gefressen, das haben wir aufgesogen und das wollten wir auch. Mhm. Wir haben geträumt von so einer Übermacht gegenüber Andersdenkende, gegenüber anderen Völkern, gegenüber anderen Rassen. Die deutsche Rasse, das ist doch das Nonplusultra, die weiße Rasse. Mhm. Das war so die Überzeugung. White Power, ja, vom Ku Klux Klan übernommen, die weiße Macht. Daran habe ich geglaubt und das habe ich gelebt. Und nach außen, wie seid ihr bekannter geworden? Dieser Bekanntheitsgrad stieg beim ersten Mal durch Randale. Wir haben uns getroffen, wir haben uns betrunken und dann sind wir durch den Ort gezogen und haben Gartenzäune niedergerissen, Scheiben eingeschlagen von Bushaltestellen. Gewalt, Brutalität, Zerstörung? Das gehörte dazu. Und dann sind wir da durchgezogen und haben alles da, was uns in die Quere kam, kaputt gemacht. Wir wurden dann auch zur Rechenschaft gezogen. Also es war dann bekannt, diese sind rechts und die sind es gewesen. Also man hatte einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und wie war die Beziehung untereinander in der Truppe? Wie wichtig war das für dich? Das war schon sehr wichtig. Also die Leute, meine Freunde, die das gleiche Gedankengut teilten, das war so meine Familie geworden. Das war der engste Kreis. Meine Familie, das, was ich liebte, wofür ich eigentlich auch alles getan hätte. Mhm. Also es gab da mal Zeiten, da habe ich dann zu meinen Leuten, also zu meinen Freunden gesagt, wenn irgendwas ist, auch nachts um 3, du kannst anrufen und ich bin dabei. Ja. Das heißt, du machst mit, wenn es irgendwelche... Wenn es Probleme gibt, wenn es Schlägereien gibt und ihr braucht jemanden oder es ist hier in der Nähe, ruft mich an, ich komme mit, ich bin dabei. Ja. Wie so eine eingeschworene Gemeinschaft. Und was war los, wenn die Leute jetzt nicht 100% auf eurer ideologischen Schiene waren oder anderer Meinung waren und es zu Prügeleien kam? Oder kamst du dann zu Prügeleien? Ja, man wusste, okay, der ist nicht ganz so, auf den kannst du dich wahrscheinlich auch nicht ganz so verlassen, wenn es wirklich drauf ankommt. Das ist bloß ein Mitläufer, ja. Also wir haben schon, ich zumindest abwertig über Mitläufer gesprochen. Und dann wusste ich, okay, dem könntest du vielleicht mal eine verpassen, wenn er dir irgendwie querkommt, ja. Hast du ein Beispiel, wie du mit solchen Leuten umgegangen bist, wenn der nur Mitläufer war? Also da gab es ein Beispiel mit einem jungen Mann, den ich eigentlich aus meiner Schulzeit kenne. Und wir haben uns in einer Kneipe getroffen. Erstes Obergeschoss, da stand eine Billardplatte. Und diesem jungen Mann haben wir übel zugerichtet. Also übel zugerichtet. Brutal zusammengeschlagen. Ich habe dann diesen jungen Mann von da oben die Treppen runtergeschliffen. Sein Kopf knallte auf die Treppenstufen. Ich habe ihn zur Tür rausgeschliffen, durch den Hof und ihn unter einen Baum gelegt. Und auch noch mit Laub überdeckt. Also es war mir in diesem Moment gleichgültig, ob er stirbt. Also so sind wir zum Teil mit Menschen umgegangen, ich zumindest, die nicht die gleiche Wellenlänge hatten. Ja. Also du hast Laub auf sein Gesicht gelegt? Ja. Der wäre erstickt? Der ist erstickt? Ich hätte in Kauf genommen, zum damaligen Zeitpunkt, dass er stirbt, ja. Also so verrückt war es. So ungefähr war ich drauf. Hast du irgendwie kein Gewissen gehabt, dass da ein Mensch sterben könnte, stirbt?
Also zu dem Zeitpunkt nicht und auch am nächsten Morgen nicht. Ich habe nur gehört, dem geht's wieder besser. Oder der ist im Krankenhaus, irgendwie sowas war da. Einer meiner Freunde hat das Laub aus seinem Gesicht weggenommen, dass er da atmen konnte. Das war Totschlag. Du hättest einen Menschen totgeschlagen. Ja, kann man sagen. Und dein Gewissen hat sich nicht gemeldet. Das war mein Leben. Er gehörte nicht zu uns. Er war ein Außenseiter. Wollte zwar zu uns gehören, gehörte aber nicht zu uns. Das war so. Als du 23 Jahre alt warst, standest du dann auch vor dem Richter aufgrund der Summe deiner ganzen Taten. Ja? Und dann kamst du in die Verhandlung und die Straftaten hätten oder haben dir 17 Monate Gefängnis ohne Bewährung gebracht. Wie war das für dich, jetzt verurteilt zu werden? Zu Anfangs war es eigentlich eine ganz lockere Zeit. Und dann änderte sich irgendwie das Blatt und ich merkte, der Kontakt zu meinen Freunden wird immer geringer. Deine Kameraden waren deine Freunde? Ja, meine Kameraden, ja. Der Kontakt wurde immer geringer. Und das verletzte mich schon. Du hast dich so viel, meiner Ansicht, so viel investiert. Du hast alles gegeben. Und plötzlich wurde der Kontakt weniger. Haben die dich nicht mehr besucht? Oder wie zu Anfang schon. Aber das wurde weniger und das verletzte mich. Du investierst dich so hinein in eine Szene, in deine Freunde. Ja, und plötzlich nimmt das alles so stetig ab. Die haben dich im Stich gelassen oder wie würdest du das beschreiben? Ja, es gibt so ein Sprichwort aus dem Auge, aus dem Sinn. Wenn du da bist, dann alles wunderbar. Wenn du weg bist, dann kräht kein Hahn mehr nach dir. Ja, dann bist du einfach weg. Und so fühlte ich mich. Und das tat mir sehr weh. Und manchmal in der Zelle wurde ich fast depressiv, in dieser Situation oder diesen Gedanken zu haben, ja, jetzt bist du allein. Mhm. Du hattest vorher so viele Freunde. In besten Zeiten waren wir 60 Leute unterwegs zu Stadtfesten und jetzt bist du allein. Wie hast du dich denn selber gesehen, wenn du jetzt so alleine warst? Ich fühlte mich plötzlich als ein Nichts, ein Niemand, eine Null. Ich hatte kein Selbstwertgefühl mehr. Ja, so tief. Und hat das dazu geführt, dass du dann angefangen hast zu hinterfragen, ob das alles, was du getan hast, richtig war mit deinen Freunden, mit den Kameraden? Ich habe angefangen zu fragen, was ist denn wirklich bleibend? Ich habe wieder angefangen zu fragen, ich erwähne das Wort wieder, weil das eigentlich der Grundgedanke meines Lebens war. Oder ich habe mich gefragt, was ist der Identität, der Sinn meines Lebens? Und diese Szene gab für mich einen Sinn in meinem Leben. Sie war meine Familie. Und plötzlich habe ich erlebt, wie das, was ich liebte, diese Identität, dieser Sinn zusammengebrach. Und was verschafft jetzt meinem Leben einen Sinn, einen Halt? Diese Frage kam jetzt wieder. Ich habe erlebt, es zerbricht ganz schnell. Und was ist jetzt wirklich dran? Was ist jetzt da? Und ich habe nichts. Nichts hatte ich. Und so fühlte ich mich auch als ein Nichts. Das heißt, du hast deine Entlassung eigentlich herbeigesehnt. Ja. Wie war denn dieser Tag der Entlassung dann für dich? Wusstest du, jetzt werde ich die zur Rede stellen, jetzt werde ich das mit denen klären? Oder wie war der Tag der Entlassung? Der Tag der Entlassung war erstmal, ich wollte von niemandem etwas wissen. Mein Bruder hat mich abgeholt und dann sind wir erstmal zu meinen Eltern gefahren. Ich bin gegangen von meinem Elternhaus, Vater, Mutter, ich gehe jetzt in den Knast, weg war ich. So bin ich gegangen. So habe ich mich verabschiedet im Oktober 2003. Und sie haben mich jetzt herzlich aufgenommen, obwohl ich eigentlich darauf gepfiffen habe auf sie. Ich wollte gar keinen Kontakt, auch während der Haftzeit mit ihnen, weil ich nicht gerade das beste Verhältnis, wie ich schon geschildert habe, zu meinen Eltern hatte. Und dennoch haben sie mich herzlich aufgenommen. Was war passiert? Ja, meine Eltern haben sich bewusst im Jahre 2003 für Jesus Christus entschieden. Und meine Eltern haben eine große Veränderung auch in ihrem Leben durchgemacht. Und das haben sie mir gezeigt, als sie mich wieder aufgenommen haben. Sie haben quasi praktisch gezeigt, dass sie Jesus nachfolgen. Warte mal, 2003, das war noch vor deiner Haftzeit? 2003, vor meiner Haftzeit. Hast du das mitbekommen gehabt vor der Haft? Ja, ich habe bei meinen Eltern gewohnt und die haben angefangen, christliches Zeug irgendwo hinzuhängen. In der Küche und überall war auf einmal irgendwelche Bibelverse zu sehen. Und irgendwas Jüdisches zu sehen von Jesus und so weiter.
Und das war für mich ein Graus. Und wenn ich besoffen nach Hause gekommen bin, habe ich so alles, was nach christlich aussah, verbrannt. Also wir hatten so eine Fürsterheizung, ja, mit Holz und Kohle feuern wir, meine Eltern. Und das habe ich da hineingesteckt und verbrannt. Ich konnte das nicht ertragen. Ich konnte Christen nicht ertragen, ich konnte Jesus nicht ertragen. Und das haben meine Eltern damals sehr hart gespürt. Ja, sehr hart. Auch habe ich die Bibel meiner Mutter rituell verbrannt. Da habe ich mich mit Freunden getroffen und haben die in den Eimer hineingetan, Benzin drüber. Und dann haben wir die verbrannt und haben daneben gestanden und unser Bier getrunken und uns gefreut, die Bibel brennt da. Mhm. Ja. War das für dich nicht peinlich, zu deinen Eltern zurückzuziehen, zu diesen Christen? Tja, ich wusste nicht, wohin. Es war herzergreifend eher. Es war herzergreifend. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie peinlich gefühlt, aber es war irgendwie herzergreifend, dass sie mich wieder aufgenommen haben, nach allem, was ich ihnen angetan habe. Bevor ich ins Gefängnis bin, bin ich auch beim Tätowierer gewesen, habe nochmal richtig, um meinen Eltern eins reinzuwirken, ein Zeichen des Gottes Odin auf meinen Hinterkopf tätowiert. Also das ist die Odal-Rune. Und da dazwischen steht in Runenschrift Blut und Ehre. Und das steht im Gegensatz zu dem Glauben, den meine Eltern damals angenommen haben. Um nochmal richtig Härte zu zeigen, habe ich das gemacht, ja. Und die nehme ich wieder auf. Ja. Und dann kam der Moment, wo du mit einem Fahrrad durch dein Dorf fährst. Ja. Was passierte dann? Ich bin mit dem Fahrrad da den Berg hochgestrampelt an einem Sonntag, glaube ich, war das. Und dann stand mein Vater und Johannes heißt der. Auf ihrem Grundstück und das war direkt an der Straße. Und die haben mich gesehen. Und die haben mir zugewunken und haben gefragt, hast du nicht mal Lust, jetzt mal einen Kaffee zu trinken? Und ich habe schon gedacht, okay, mein Vater, Christ, ich wusste, das ist irgendwie so eine christliche Gemeinschaft dort, weil meine Eltern sind dann sonntags immer dahin gegangen. Was wollen die jetzt von dir? Wollen sie dich bekehren? Wollen sie dir ein schlechtes Gewissen einreden? Und ich spürte aber auch so innerlich irgendwie was, ein Ziehen in mir. Mhm. Und dann bist du rein und hast tatsächlich einen Kaffee getrunken. Und dann es war alles draußen, also auf der Terrasse, ja. Und dann saß ich auf der Terrasse, die saßen am Tisch und dann ein paar Meter weiter weg war so ein kleiner Hang, da habe ich mich hingesetzt mit meiner Tasse Kaffee und, glaube ich, auch noch ein Stück Kuchen und dort habe ich meinen Kaffee da getrunken. Und diese Leute, die haben sich nicht geschämt, ihren Glauben von mir zu leben. Also die haben von mir gesungen und die haben von mir gebetet und haben nicht gesagt, ey, guck dir den an, der hat geklaut. Oder guck dir den an, der saß im Knast, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das haben sie nicht gemacht, sondern die haben mir einfach gezeigt, du bist willkommen bei uns, wir freuen uns, dass du da bist, haben mir keine Schuldgefühle eingeredet oder sonst was, sondern haben mir einfach teilhaben lassen an ihrem Leben, wie sie den Glauben leben. Und wollte mir einfach nur zeigen, ja, du bist herzlich bei uns willkommen. Herzlich, betone. Willkommen. Aber normalerweise würdest du Reis ausnehmen. Also ich hatte eigentlich mit Christentum, mit Jesus, nichts zu tun. Wie, ich hasste Jesus, Jesus war ein Jude, was hat ein Deutscher mit einem Juden zu tun? Ich hasste Christen, Christen sind Leute, die Wasser predigen und Wein saufen. Also bekanntes Sprichwort, ne? Sie reden und reden und reden. Und das Leben sieht doch am Ende ganz anders aus. Und das war so für mich das Bild eines Christen. Und das Christentum ist nur was für alte Leute, die kurz vorm Sterben sind und nochmal einen Halt in ihrem Leben brauchen. Ich wurde später eines anderen belehrt. Aber das war so mein Gedanke. Christen sind Lügner und Heuchler. Und Jesus, der Jude. Und Juden sind schlimme Menschen. Das heißt, du hast deinen Kaffee getrunken, deinen Kuchen gegessen und bist dann wieder gefahren. Ich bin danach wieder, also ich habe mir das alles angeguckt. Wir haben auch ein bisschen gesprochen und bin dann wieder gefahren. Hast du nochmal Kontakt gehabt mit denen später, danach nochmal? Ja, ich besuchte dann später tatsächlich den Gottesdienst. Von diesen Christen? Ja, ich besuchte tatsächlich, also ich wurde eingeladen, wenn ich mal Lust hätte, zu kommen, zum Gottesdienst zu kommen, ja. Sonntags morgens? Ja, sonntags morgens. Ganz ohne Zwang. Und ich habe mir das natürlich auch durch den Kopf gehen lassen. Gehst du da mal hin? Wenn die Leute haben ihren Glauben von mir gelebt, haben mir schon gezeigt, okay, die meinen es irgendwie ernst. Sind doch vielleicht solche Heuchler. Gibt es doch vielleicht Ausnahmen, die es wirklich ernst meinen. Und dann bist du in den Gottesdienst gegangen und wie war der für dich? Dort hörte ich
tatsächlich in meiner Situation, in der ich mich befand, wie Gott Menschen sucht. Egal wie schlimm sie waren, was sie auch gemacht haben, wie viele Jahre sie vor ihm weggerannt sind, Gott sucht sie und Gott möchte mit ihnen Kontakt haben. Hat das irgendwie bei dir angedockt, irgendwie innerlich? Hast du gedacht, das ist was für mich? Gott sucht Menschen, Gott sucht mich? Ja, ich habe mich dann angefangen zu fragen, Gott, was habe ich denn irgendwas Besonderes, was ihn interessieren könnte? Geld hatte ich nie. Irgendwie einen besonderen Status hatte ich auch nicht. Und ich war ja auch nicht der tollste Mensch, jetzt im Standpunkt von Gott gesehen. Ja, Gott, okay, heilig und man hört so, man kennt so 10 Gebote. Und ja, ich habe nichts Besonderes, was irgendwie Gott interessieren könnte. Wenn ich nur über die 10 Gebote nachdenke, habe ich schon einige garantiert nicht gehalten. Also habe ich nichts Besonderes, was ihm gefallen könnte. Warum sucht mich dann Gott? So habe ich ja die Predigt verstanden. Mhm. Warum sollte mich Gott suchen, wenn ich doch nichts habe? Und daraufhin bin ich dann wieder in den Gottesdienst gegangen, um mehr zu erfahren über diesen Gott und über das, was über ihm gesagt wird. Ja, und dann hörte ich immer mehr zu und lernte auch immer mehr, dass Gott die Menschen sucht. Egal wie viel Schuld sie in ihrem Leben angehäuft haben, ist jemand da, der die Schuld vergeben möchte. Nur ich muss bereit sein, die Vergebung vergib mir. Das heißt, du hörtest so eine Frage im Gottesdienst, ist jemand bereit? Der Prediger fragte mich einmal, Oliver, wir kannten uns dann ein bisschen besser, du weißt nicht, woher du kommst und wohin du gehst, darum spürst du auch so eine innerliche Leere in dir. Und mit dieser Aussage hat er das tatsächlich getroffen, was ich in mir spürte, eine innerliche Leere, eine Sehnsucht anzukommen, Respekt, Anerkennung zu haben, ja, endlich mal ankommen. Ja, das war ja eigentlich mein Weg. Mhm. Mein Weg. Hast du dann auch mal die Frage beantwortet? Ja, die habe ich beantwortet, aber viel später. Und da war auch ein anderer Prediger da und der erzählte auch über Gott und wie er sich den Menschen zu erkennen gibt und wie der Schöpfer, der die tiefsten Innersten des Menschen kennt, wie er dem Menschen hinterhergeht, indem er Mensch wird und den Menschen nachgeht und sie gar noch einen Ort schafft, wo wir uns entschuldigen können. Das hörte ich. Und mir brach es das Herz, dass jemand wie so groß, von so einer Größe wie Gott, so einen schändlichen Tod stirbt, damit ich, der identitätslos war und so viel gesucht hat, nach an so vielen Orten gesucht hat, um bleibenden Halt zu finden, dass ich irgendwo ankomme. Mhm. Und das brach mir das Herz. Ich wusste, wer ich war, was ich gemacht habe. Ich wusste, wie viele Menschen ich verletzt habe. Ich wusste, wie viel Geld ich gestohlen habe. Oder zumindest, dass ich gestohlen habe. Ich wusste, wie oft ich gelogen habe. Das wusste ich alles. Ich wusste, dass ich nicht annehmbar bin von Gott. Ich wusste von Schuld. Ja, Gott gibt es. Okay, ich habe Schuld. Die meisten Menschen wissen, dass sie Schuld haben. Das wusste ich. Und mir brach es das Herz. Aber wie bringst du das zusammen? Du hast gesagt, du wolltest nichts mit den Christen zu tun haben, weil da Jesus war, dieser Jude. Jetzt redest du von Gott. Wie kannst du damit umgehen? Ach, weißt du, wenn wir uns geprügelt haben, sind wir oft in der Notaufnahme gelandet. Bei dem einen war das Nasenbein und so weiter, hat man geblutet am Kopf. Und es waren nicht alles Deutsche, die uns verarztet haben. Da waren auch Türken dabei, die Ärzte waren. Türkischer Arzt, der einen operiert, der einen hilft und so weiter. Und da gehen wir hin. Ich habe mir gedacht, wenn dieser Jesus, auch wenn er Jude ist, mir helfen kann in meiner Lebenssituation, in meinem Leben, dann pfeife ich doch auf der, wo er herkommt. Dann kann er mir helfen. Ich gehe auch zu ausländischen Ärzten, die mir helfen. Warum sollte ich da eine Ausnahme machen? Mhm. Und in der Tat, seine Hilfe oder das, was er getan hat, hat sich bewahrheitet in meinem Leben. Kannst du das beschreiben, was du verstanden hast und was du dann gemacht hast? Von diesem Jesus? Ich habe verstanden, dass wenn man sein Leben Jesus anvertraut, das habe ich gemacht im 2009, dass er das Leben völlig neu macht. Kannst du beschreiben, wie du das gemacht hast? Das klingt so ein bisschen komisch. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Wie geht das? Es ist eigentlich ganz einfach. Man denkt natürlich, es wäre ein riesen spirituelles Spektakel oder sonst was. Ich habe mich hingekniet
Und das ist ein Zeichen der Demütigung. Also ich demütige mich vor Gott in meiner Situation, in meinem Leben, mit meinem Leben. Und ich habe dort ausgesprochen, was ich gesucht habe und wer ich bin. Was ich alles gemacht habe, was ich noch wusste, was ich alles gemacht habe, das habe ich ausgesprochen. Und ich habe mich dort mit offenem Herzen, also mit beim vollsten Bewusstsein bei Gott entschuldigt und Jesus gedankt, dass er für meine Sünden gestorben ist als Verbrecher, obwohl ich der schuldige Verbrecher bin. Und ich wusste, ich bin schuldig in vielen Dingen des Lebens. Das ist dieser Moment, wo du sagst, dann hast du dein Leben Jesus anvertraut. Und ich habe gesagt, du Kenner meines Lebens, dann bestimme du doch mein Herz. Ich habe so viel gesucht, ich habe mein Leben selbst in die Hand genommen, habe mein Leben selbst geführt und es hat mich einfach kaputt gemacht. Ich war ein Suchender. Wenn du der Kenner des Herzens bist, dann nimmst du doch in die Hand und führ mich, so wie du es möchtest. Das war mein Bekenntnis. Hm. Bist du mal zu dem Typen gegangen, den du fast totgeschlagen hättest? Ja, ich habe viel später mit ihm Kontakt aufgenommen. Ich habe mit ihm mal gesprochen, habe mich auch entschuldigt. Aber ich habe ihn seitdem leider nicht mehr wiedergesehen und ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Mich würde es schon interessieren, was aus ihm geworden ist. Ja. Was ist aus deiner rechtsradikalen Gesinnung geworden? Was ist aus deiner inneren Haltung geworden? Neonazi, Volk, Heimat, Vaterland, Blut, Kameradschaft? Blut und Ehre. Einer meiner besten Freunde ist heute ein Kongolese. Also seit dem Moment, an dem ich mein Leben Jesus anvertraut habe, habe ich keinen Zorn über Ausländer oder über Juden. Es hat sich so viel verändert mit einem Mal. Ich kann es nicht erklären, wie, aber ich hege keinen Zorn oder keine Aggression. Bist du noch ein Niemand eigentlich? Fühlst du dich manchmal als Niemand? Ich weiß, zu wem ich gehöre und das kann mir niemand nehmen. Ich weiß, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Und das bleibt. Komme, was wolle, das bleibt. Das kann mir, das ist das, was einem Menschen nie genommen werden kann. Dass ich zu Jesus Christus gehöre. Danke dir. Oliver, schön, dass du heute hier warst. Für Gott gibt es keinen Niemand, sondern nur wertvolle und einzigartige Menschen. So wie dich. Und egal, was du erlebst oder getan hast, er schreibt dich nicht ab. Vertrau dich ihm an. Mit ihm kannst du ganz neu anfangen. Und wenn du Fragen dazu hast, kannst du uns gerne eine Mail schreiben oder einen Kommentar. Noch mehr spannende Geschichten über den Gott der zweiten Chance findest du auf unserem Kanal. Einfach vorbeischauen und gerne ein Abo dalassen. Bis gleich.